Ja, moin moin, Freunde der Sonne und willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe länger nicht mehr gespielt. Ich hatte eine kleine Game-Pause gemacht, da ich die Videos ja so ein bisschen im Voraus hochlade und mache. Jetzt hatte ich mal eine kleine Pause gemacht. Hoffentlich hat mich das jetzt nicht zu sehr rausgehauen. Aber ich denke eigentlich nicht. Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trunkenheit werden den Colonial Marshals gemeldet. Oh. Trunkenheit sogar auch. Wow. So, wollen wir mal schauen. Ja, irgendwas muss ich hier tun. Ja, bitte kein Update. Während des Spiels, schade, ich dachte eigentlich, ich habe das alles mal so ausgeschaltet mit Autostart, aber das ist auch nicht mehr das, was das mal war. Das starten im Hintergrund dann Programme und so zur Krankenstation muss ich. Soll ich mich wieder reinfriemeln hier, was? So, habe ich da noch ein bisschen was. Bisschen was zu basteln. Ja, ich habe auch ein bisschen rumgerockert im Inventar, damit ich das auch irgendwie mal loswerde. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen blättern hier. Oh, fehlt mir noch ein bisschen was. An dieser Stelle wollte ich eigentlich ganz gerne mal ein großes Dankeschön aussprechen an meiner kleinen Mini-Fangemeinde und alle Leute, die mein Let's Play-Projekt unterstützen. Finde ich ganz klasse. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass es eigentlich auch schon ziemlich häufig Let's Played worden ist. Und dann ist das ja auch klar bei einem Newbie, dass sich da die Aufrufe natürlich so ein bisschen in Grenzen halten, ne? Jetzt muss ich nochmal kurz. Aber das ist da, wo ich hergekommen bin. Von da war ich hergekommen, das weiß ich jetzt, ja. Genau. Ja, haben wir das auch noch mal gesehen, ne? Ja, es ist schon ziemlich häufig Let's Played worden. Und da hat man das natürlich, wenn man kein Abo-Riese ist, ein bisschen schwerer. Aber es macht ja auch nichts. Ist ja auch ein Let's Play Independent. So, entschuldigt mal, dass ich hier mal ein bisschen um die Orientierung kämpfen muss. Ja, Krankenstation. Muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Es muss einer von diesen Aufzügen sein. Leider steht hier nicht, welcher hier was ist. Oder doch, doch, steht doch da oben. Genau.
Welcher führt dir jetzt nochmal zur Krankenstation? Oder kommen da gleich 10 Aliens raus? Ja, die laufen natürlich jetzt durch die ganze Station. Kommt da auch schon. Service offline. Nein, alienfrei. Dieser Waggon für den Lorenz-Sektor. Probieren wir einfach mal. Und irgendeine Errungenschaft habe ich freigeschaltet. Welche auch immer das sein mag, das kann man immer so schnell nicht lesen. Außerdem, wenn ich mich recht erinnere, sollten wir nicht zurück ins Marshall-Büro? Ja, wir nehmen das mal so hin. Ach, ich soll zum Simitor. War das ja der falsche Aufzug? Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet. Solutions. Ach so. Gehen wir mal einen Aufzug weiter, Gille. Ja, ich bin ja wirklich mal gespannt, wie das Finale hier von dem Spiel sein wird. Weil die letzten Levelabschnitte waren ja schon so turbulent gewesen. Dieser Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Da bin ich ja wirklich neugierig. Ein bisschen schade finde ich, dass man so wenig in andere Charaktere mal reinschlüpft und mal vielleicht mal eine andere Geschichte erlebt. So wie bei Marlos Mission, wo sie da das Alienschiff da gefunden haben. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlo hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Aha. Finden Sie ein Ambulanz-Shuttle? Ja, ich schleiche hier lieber, weil ich weiß ja nicht, wo jetzt die Alien-Viecher herumlaufen. Ich nimm das mal... Ich höre nämlich auch schon wieder Gerumpel.
Da drin sieht Zentrale. Ach ja, hatte ich. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Ja, ist okay. Mache ich doch gerne. Ja, da fehlen Gegenstände. Kotzenschneider. Flammenwerfer, hatte ich da gar nichts mehr. Pumpgun. Das ist ja alles nicht doll. Tür verschlossen, ja. Hier auch nicht. Ach so, ha. Haha. Ja, man sollte die Karte richtig deuten, ne? Was habe ich noch gesagt? Man sollte schleichen, ne? Man sollte etwas leise sein, ne? Ja. Ich glaube, irgend sowas habe ich noch gesagt, ja. Ne? Aber ich dachte, hier jetzt kommt jetzt sowieso kein Alien. Das ist alles wieder nur Psychoterror. Psychoterror. Okay. Ja, wissen wir das auch, ne? Es hat keinen Sinn. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Genau. Das könnte ein Alien mitnehmen. Oh Mann. Nee, nee, wie bei Splinter Cell. Man muss sich an das Schleichen gewöhnen. Es gibt hier keine Alternative. Manchmal tut das Spiel so, als wenn man die Wahl hätte. Aber das hat man im Grunde genommen nicht. Ja. Ich nehme Hamburger und... Ach, scheiße. Kommt sowieso nichts raus. Ich wüsste gerne mal, wie das funktioniert, dass da ein kompletter Hamburger oder so rauskommt, ne? So einfach wie so eine Mikrowelle oder irgend sowas. Irgendwie ein komischer Automat, ne? Das ist alles so ein synthetischer Müll da drin, ne? Aber man kann ja mal nachgucken. Vielleicht ist da noch irgendwas. Hier waren wir ja schon. Oh, manchmal entdeckt man noch was. Schrott. Oh, Bombe. Nee. Oh, das guckt er auch nicht. Ja.
Ja, dieses Bolzenschussgerät, das ist irgendwie auch, habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Also auf diese Androiden, da scheint das da überhaupt keine Wirkung zu haben. Revolvermunition. Ja, hier in den Aufzug rein, ja. Bin ich ja mal gespannt. Allzu weit vom Finale sind wir nicht entfernt. Also wir nähern uns schon so langsam den letzten Kapitel. Oho. Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Oha, das sieht ja schmackhaft aus hier. Mal gucken. Jetzt hat er wirklich was angerichtet. Das kann man wohl laut sagen. Der Karten sammeln. Tatsache. Notaufnahme. Da geht's auf keinen Fall weiter. Na, was hast du für mich, Lea? Gucken, ob ich hier noch schon was einsammeln kann. Ist wahrscheinlich. Stand doch hier benutzen, oder nicht? Ist auch noch was? Alles mitnehmen, was geht. Man kann von dem Spiel ja halten, was man will, ne? Aber die Atmosphäre ist wirklich top. Ach du Scheiße.
da noch einer mit einem Anzug. Ach du Kacke. Auch das noch. Der hat mir gerade noch gefehlt. Ich werde sie einfangen. Was? Mich anfassen? Guckt euch das an! Das finde ich ja geil. Der weiß genau, wo ich bin. Oh. Ja, deine Sicherheitsvorschriften kenne ich. Drecksack. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht gern. So ein Drecksack. Ach du Scheiße. Hammerhart. Ich glaube, zum Shuttle werde ich nicht so schnell kommen, habe ich so das Gefühl. Hey, hier ist was los. Ey.